Gertrud Salzmann, Sie sind am Wort. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin, geschätzter Herr Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen hier und die Fernsehzuseher daheim seien auch herzlich begrüßt. Ja, 4 lange Tage im Plenum liegen hinter uns und zum Abschluss geht es jetzt noch um die Pensionen. Es liegen uns etliche Anträge zu den Pensionen aus den unterschiedlichen Fraktionen heute zur Debatte vor. Kollege Muchitsch, du hast schon begonnen. Ja, wir sind uns ganz klar einig. Wir brauchen sichere und wir brauchen faire Pensionen. Das ist ganz klar und dafür werden wir als ÖVP gemeinsam mit den Grünen in der Regierung auch ganz klar eintreten, meine Damen und Herren. Kollege Muchitsch, es ist auch ein Nichts-Aber. Du kannst nicht die Gedanken der Frauen lesen, das sehe ich schon. Du hast einen Antrag eingebracht mit deinen Kolleginnen und Kollegen, der die Beibehaltung der Hacklerregelung der abschlagsfreien Pension nach 45 Jahren vorsieht. Diese Hacklerregelung, meine Damen und Herren, nur für die, die es nicht wissen, vor allem auch die Zuseher daheim, diese Hacklerregelung, und Beppo Muchitsch, du weißt es genau, die wurde 2010 unter eurem Sozialminister Rudi Hunsdorfer gemeinsam mit der ÖVP abgeschafft. Warum? Weil diese Hacklerregelung ungerecht ist. Und ich sage euch auch warum, und du weißt es ja, wir haben ja vorher darüber gesprochen. Sie ist ungerecht, weil die Präsenzzeiten, weil die Zivildienstzeiten nicht eingerechnet werden. Sie ist ungerecht, weil der öffentliche Dienst ausgeschlossen ist. Und, was mich natürlich sehr stört als ÖRB-Bundesfrau-Vorsitzende, fast alle Frauen sind davon ausgenommen. Und daher ist diese Regelung nicht fair. Und darum wurde sie auch abgeschafft. Ich kann euch auch ein Beispiel sagen. Im ersten halben Jahr 2020 wurden 7.256 Anträge von Männern positiv beschieden. Na, ratet einmal, wie viele Frauen haben das bekommen? Eine einzige Frau. Und daher ist es ungerecht. Aber wir haben ein neues Modell entwickelt. Wir haben den Frühstarterbonus eingesetzt. Und dieser Frühstarterbonus ist ein wirklich gerechteres System. Warum? Weil 6-mal mehr Anspruchsberechtigte jetzt davon profitieren. Und ganz wichtig, auch die Frauen haben hier die gleichen Chancen, diesen Pensionsbonus auch dazu zu bekommen. Wie schaut es aus? Die Jahre zwischen 15 und 20, die frühen Erwerbsjahre, pro Monat kann man einen Euro pro erwerbstätigen Monat kann man einen Euro ansammeln. Das sind dann letztendlich pro Monat bis zu 60 Euro. Pro Jahr sind das bis zu 840 Euro, meine Damen und Herren. Und das versechsfacht die Anspruchsberechtigten und vor allem die Frauen haben die gleichen Chancen. Wir als ÖVP, gemeinsam mit den Grünen, wir stehen dafür, dass unsere Pensionistinnen und Pensionisten, die unseren guten Sozialstaat aufgebaut haben, dass die auch in der Pension gut abgesichert und gut versorgt sind. Und daher haben wir heuer auch die Pensionen und gerade die niedrigeren Pensionen mit einem Bruttopensionsbezug bis zu 1.000 Euro um 3% erhöht. Das liegt weit über der Inflationsrate. Und sind die Pensionistinnen und Pensionisten wirklich ein großes Anliegen.